So, ganz, ganz herzlich willkommen, meine Freunde, zu der ersten Folge von dem Deutschen League Talk. Mit mir ist der gute Bröcki hier versammelt und alles steht natürlich im Zeichen der Worlds, um das Ganze zeitlich einzuordnen. Wir haben den 6.10. quasi, das heißt, die erste Phase der Gruppenphase der Worlds ist vorbei. Wir werden nicht ultimativ krass auf die einzelnen Gruppen eingehen, das wird allerdings in der Worlds-Analyse noch geschehen. Stattdessen werden wir uns ein paar anderen Themen widmen, aber erstmal danke, dass du da bist, lieber Brückmann. Hallo, Donny. Hi. Okay, erstmal vorweg, wie viel von den Worlds hast du verfolgt? Wie viele Spiele hast du dir gegeben? Die zu zählen wäre schwer. Ich habe an allen vier Tagen ein paar Games geguckt, aber immer nur die interessant waren für mich. Also entweder mit europäischer Beteiligung. HTA zum Beispiel habe ich immer relativ schnell ausgeschaltet, weil, ne, die waren ja eher behind meistens, ja. Ansonsten halt die Spitzenteams habe ich angeschaut, weil die, ich sag mal so Teams wie Bangkok Titans gegen, was weiß ich nicht alles, brauche ich mich angucken. Ja, so, das ist halt langweilig. Geht mir ähnlich. Ich habe zum Beispiel auch den Pain-Sieg verpasst, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, weil ich nicht dachte, dass das interessant ist. Pain-Game habe ich auch nicht ein Match gesehen. Ja, ich habe das erste geguckt, um einschätzen zu können, ob das Bootcamp irgendwie Wunder gewirkt hat. Aber ja, dem war nicht ganz so. Und Bangkok Titans habe ich auch das gesehen, wo sie Irelia First gepickt haben oder sowas. Das gegen Faker. Ach, das war die Irelia Mitte. Das hab ich tatsächlich angefangen zu schauen. Und dann hat Faker BM'd. Dann habe ich ausgemacht. Ja. Aus Boot. Also das war echt brutal. Irelia einfach mal so reinzupicken, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber okay, so viel dazu. Kommen wir also sofort zu den Topics, die wir heute vorbereitet haben. Und da steht als allererstes Darius. Warum wird Darius immer gepickt? Ich meine, nichts habe ich öfter in letzter Zeit gelesen und nichts wird in meinem Chat öfter gefragt. Deswegen schmeiße ich die Frage einfach mal dir rüber. Warum wird Darius immer gespielt? Also Darius ist auf jeden Fall ziemlich dominant. So. Auch auf seiner Toplane hat viele gute Matchups. Ist aber, glaube ich, auch einfach ein bisschen overhyped worden, jetzt auch während der Worlds. Man hat ja auch gesehen, ich habe ja Tage, da hat Darius, glaube ich, nicht ein Game gewonnen oder sehr, sehr wenig, hat eine ziemlich schlechte Winrate und ziemlich auch wenig Impact gehabt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man relativ wenig probiert hat, wahrscheinlich, vielleicht in Scrims, ich weiß es nicht genau, ob der immer durchgekommen ist. Er hat Carry-Potenzial, hat man ja auch mit dem Pentakill gesehen, von C9 war es, ne? Ja, Boyz hat ihn. Den Pentakill gemacht. Mit seiner Diamond 2 Practice, ja. Hat er auch geil gesagt im Interview danach. Ja. So. Wobei das Interview war wirklich awkward von denen. Also, das war schon. Da steht er dann und sagt Diamond 2 Practice. Und so in den Bart, also in den nicht vorhandenen Bart genuschelt. Aber naja. Ja. Also, er hat auf jeden Fall Carry-Potenzial, hat man dann gesehen. Ab und zu funktioniert so ein Darius. Aber dann gibt es auch wieder die Games. Da ist ein Darius absolut tote Masse. Wird gecampt. Oder wird ein Gnar gegen gespielt, man hat anscheinend ein gutes Matchup und dann ist er absolut tot und auch für den Rest des Games. Ich glaube, das fehlt einfach so ein bisschen den Teams, die das Feeling dafür und dann picken sollte. Also aus eigener Quelle, aus eigenen Teamranks kann ich zumindest mal erzählen, dass Darius immer, gerade also auf unserem Challenger-Level-Niveau, dass er da auch nicht so durchkommt, also auch nicht so den Effekt hat. Wir haben drei oder viermal gegen Darius gespielt jetzt und der hatte nicht einmal irgendeinen Impact. Einmal haben wir selbst gepickt, hat auch nichts gebracht. Es gibt einfach, der ist, glaube ich, nur in ganz ausgewählten Fällen wirklich ein Top-Tier-Pick oder auch First-Pick. Ja, First-Pick-Worthy ist er dann schon nicht mehr, weil du dann halt in eine Situation reinpicken musst. Ja, es scheint mir auch sehr merkwürdig. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich kann mir vorstellen, dass es teilweise siehst du ihn ja als absoluten First Pick, also in der ersten First Rotation of Red Side. Es kann tatsächlich vielleicht sein, dass man Top Lane nicht picken will, wenn Darius noch auf den Last Pick auf Blue Side möglich ist. Dass man dafür sagt, okay, dann picken wir ihn lieber selbst, weil er relativ wenig schwache Matchups hat und wir dafür so einen Safe Pick haben. Allerdings glaube ich, dass es Picks gibt, die du picken kannst, die immer noch gegen Darius gehen und trotzdem mehr Optionen noch geben. Gerade auf den Worlds hat man, glaube ich, am ersten Tag haben wir jeden Tag jedes Game Laneswap gesehen und generell Laneswap eigentlich fast immer gespielt. Nicht mehr so wie früher, nicht diese 1 gegen 2 Variante, wo ein Sion auf einmal mehr Farm hat als der AD-Carry oder sowas, sondern halt dieses 4-1-0 oder 0-1-4, wo man halt gegroupt rumgeht, die Turret stimmt. Da kommt, muss man auch sagen, dass sich dadurch ein Stück weit was verändert hat, weil die Top-Laner, es geht nicht mehr darum, wie stark kannst du im 1 gegen 2 farmen oder sowas, weil es kommt einfach zu diesen Situationen deutlich seltener. Sondern ist es viel eher, wie effizient bist du mit wenig Items. Und da scheint Darius ja zumindest über die Passive, über die Ultimate vielleicht ein Stück weit was mitzubringen. Aber ich sehe halt auch nicht so die Relevanz, dass man sagen kann, yo, Darius ist für mich ein absoluter Top-Tier-Pick, auch wenn er jetzt mal einen Pentakill gemacht hat und sicherlich das Carry-Potenzial hat.
Welche Top-Laner würdest du stattdessen lieber sehen? Also wenn es um First Pick geht. Wir haben Hikarima First Pick gesehen bei Fnatic. Wenn es ein Setup hast und du da einen festen Plan mit hast, das ist ja wahrscheinlich ein schlechter Pick, aber ansonsten, was haben wir denn überhaupt aus Top Lane gesehen? Ansonsten, da war immer Darius dabei. Gnar habe ich viel gesehen, tatsächlich. Gnar ist, glaube ich, ein super solider First Pick. Haben wir Olaf gesehen? Bin mir Aus gar nicht Top Lane? sicher. Ja, Olaf. Ich weiß aber einfach gar nicht, was die auf Top Lane gespielt haben, Ja, ansonsten. wir haben viel, gerade in der. Ich Rumble klicke haben wir gerade mal ein bisschen gesehen. durch. Wir haben tatsächlich noch Maokai gesehen. Maokai gegen Shen, dieses Oldschool-Matchup bei EG Ah, gegen ja. HQ. Das war ein bisschen was. Wir haben Yasuo gesehen. Yasuo wurde einmal von Fnatic Ja, gegen genau das. Darius Gegen gepickt. Cloud9, gegen Darius. Da wurde aber auch Lanezhot, glaube ich. Ne? Also Yasuo, ich habe mich daran erinnert, der Yasuo trotzdem irgendwie 404 oder so gestand an einem gewissen Punkt und Darius einfach keinen Impact hatte. Ich glaube, das war das Game. Ich glaube, das war dieses Game. Ja, also das Fnatic gegen Cloud9-Match war, glaube ich, so, dass Huni so immer wieder Plays probiert hat und ein Stück weit gescheitert ist mit seinen Yasuo. Ich hatte nicht das Gefühl, Aber dass der es hat ja der. trotzdem, statsmäßig zumindest, war der ziemlich trotzdem nicht dabei, Das kann gut behaupte sein, ich. ja. Aber schlagt uns dafür Ja. nicht, wenn wir da nicht richtig liegen. Ja, es ist generell irgendwie. Das Meta hat sich ja dann doch durch die Patches ein deutliches Stück weit verändert. Gerade von den Picks her auf der Top-Lane war es ja einzuschätzen. Aber auch auf der anderen Situation. Product Placement an dieser Stelle. Trocken rein. Ja, ansonsten, wir haben Fiora Top gesehen von Marin. Ah, Die ja, genau. war brutal. Ja, gegen wen haben wir noch gespielt? SKT gegen H2K, kann ich mir eine Szene erinnern, an einem Dragonfight. Jo, wo die Overwatch Haste haben. H2K macht einen wirklich guten Fight, macht dann den schlechten Call, nochmal reinzugehen. Und dann zeigt Feroz halt mal eben, warum man die denn eigentlich immer bannen sollte und warum man die nicht in einem einzigen Spiel offen lassen sollte, weil die einfach, ich glaube, die hat, LeBlanc ist rangesprungen und ich dachte, boah, geil, jetzt wird die Feroz one-shottet, ne? Dann macht die Fiora ihr Parierende an und dann ist sie LeBlanc one-shotted. So. Das Ja. kannst du halt vergessen, ey. Dann hat die Fiora 1v3 den Fighter geregelt. Ja, Das war schon gut lächerlich. sah brutal aus. Aber Fiora war die zwei Spiele davor offen und wurde nicht gepickt. Also das ist schon relativ krass, dass man die dann da offen ist. Gegen Marin würde ich es jetzt allerdings auch nicht mehr machen. Sah brutal aus. Gut auch von SKT, der Soulstealer First Rumble gegen Bangkok Titans. Ja, ist halt dieses Rumbi-M. Ich finde nicht, dass der SKT da nötig hat. Ja. Auch bei dem Irelia gegen Olaf Matchup war ja auch Faker, hat da irgendwie 3, 4 Autotexts gecancelt und rumgespielt mit dem. Ich Ja. finde, das sollte man nicht nötig haben, wenn man ein Team von der Klasse ist. Ja, also um das klarzustellen, was du meinst, ist einfach nur dieses Leute nicht absichtlich nicht killen oder absichtlich irgendwie Scheiße bauen. Generell diese Stack-Items sind eh immer so ein Ding gehabt, weil die wenigsten sie wirklich sinnvoll bauen. Und man hat das früher dann immer mal wieder gesehen in Spielen, die sehr unausgeglichen waren, dass Leute dafür Full Soulstealer, was auch immer gehen. Ja, aber ansonsten haben wir tatsächlich nicht allzu viel gesehen. Udo Amner hat seine Top-Lane-Riven gegen Bangkok Titans gezeigt, aber das sind halt keine verlässlichen Indikatoren, weil Bangkok Titans einfach deutlichst weg ist. Was uns eigentlich auch zu der Frage bringt, findest du, dass diese Wildcard-Teams einen Slot bekommen sollten? Findest du das berechtigt? Ja, man muss sagen, die halten den Verkehr so ein bisschen auf, weil die Worlds angeht. Also sind halt schon deutlich schwächer. Andersrum muss man sagen, dass die Regionen natürlich auch, die Regionen, die jetzt nicht in den großen Regionen sind, logischerweise, dass die gestärkt werden dadurch, weil das Interesse steigt. Du kannst in so einer Region so ein bisschen, du kannst als Riot Games kannst was dafür tun, dass in dieser Region League of Legends größer wird, indem du einen World Spot anbietest. Wenn die keine Chance auf Worlds haben und nur vor sich hinspielen, dann wird da auch keine kompetitive Szene entstehen. Wahrscheinlich. Beziehungsweise nur eine innerregionale. Und dann ist das Interesse einfach nicht so da. Wenn du diese Worlds, wenn du diese Wildcards anbietest, dann sagen sich die ganzen Taiwanesen, boah, geil, bin ich drin. Aber so, ne? Wenn das nicht da wäre, dann spielen vielleicht weniger Leute das Spiel. Ja, ich sehe auch die Des Tages. Problematik, dass wenn ein Team deutlich stärker ist als die Region, hätte es gar keinen Anlass, in der Region zu bleiben, würde vielleicht rausgehen oder sonst was. Und dann hätten wir noch mehr eine Verdichtung. Man hat es ja gesehen, in der Vorbereitung zu den Worlds sind alle nach Südkorea gefahren, was irgendwie so dieser Snowball-Effekt ist. Erstmal sind die südkoreanischen Teams da, schon mal von sich aus. Dann geht halt, sagen wir, das erste NA-Team, sagen wir mal, so war es nicht. Aber gehen wir mal davon aus, TSM ist das erste Team, was sagt, ey, wir gehen nach Korea. Und dann sagt CLG vielleicht, oh, dann haben wir in NA weniger Scrim-Partner, ziehen auch hinterher. Und im Endeffekt sind sie alle in Korea. Bis auf Pain. Die waren in der EU, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Was natürlich dann ein bisschen bitter ist. Und das sehe ich auch so, dass man das so ein Stück weit so sehen muss, dass
natürlich ist es unschön zu sehen, dass dein Team komplett zerstört wird, einfach weil es deutlich schwächer ist. Aber es ist eben auch ein Schritt dahin, dass wir eben ja verschiedene Bereiche haben, wo League of Legends halt halbwegs funktioniert. Okay, kommen wir zum nächsten Pick, der ein bisschen diskutiert wurde, das war Mordekaiser. Weil erstmal diskutiert, weil mehr oder minder Permaband sehr, sehr lange. Und dann gespielt worden und man hat so die Stärke gesehen. Allerdings war das, glaube ich, war das das TSM-Game, wo es das erstmal gespielt wurde? Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, in welcher Situation ist das die erste Mal durchgekommen ist. H2K hat den ersten Mordekaiser gepickt. Ja? Ich glaube ja. Tag 2 oder 3. Okay, ja, ich habe von. Ja, gegen LGD hat TSM ihren Mordekaiser gehabt, wo sie diese zwei super engen Fights gewinnen und dann das Spiel entscheiden. Wo LGD, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich leider nicht gesehen. Die waren mega weit behind LGD. Also das war echt brutal vom Gold her. War allerdings trotzdem noch relativ gut dabei, weil sie die Teamfights einfach besser gespielt haben. Aber dann so zwei richtig knappe Fights, wo es dann halt für TSM turned. Aber H2K soll den ersten Mordor gespielt haben. Ja, was ist deine Einschätzung für den Champ? Zum Mordekaiser. Ja, Banworthy. Ne? Ich hab das komplett falsch eingeschätzt in Vorbereitung auf die Worlds. Ich dachte, also erstmal hatte man ja keine Informationen mit Mordekaiser überhaupt gespielt. Man hat zwar gesehen, dass ein paar gute AD-Carry-Spieler Mordekaiser bei der Solo-Queue gespielt haben in Südkorea. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das im Premier, also auf den Worlds, auch gespielt wird. War eine Fehleinschätzung. Der wurde jedes Game gebannt und jedes Game, wo er nicht gebannt wurde, war er der First Pick. Ich glaube nicht, dass er einmal durchgekommen ist, einfach so. Würde mich sehr wundern. Und hat, glaube ich, auch jedes Game gewonnen. Schätze ich. Ich habe jetzt TSM gegen LGD nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass er jedes Game gewonnen hat. Ja, da hat er es auf jeden Fall auch gewonnen. Und das Spiel, was du angesprochen hast, H2K gegen Bangkok Titans, hat er auch gewonnen. Komplett eskaliert mit 13-2-10. Ist auf jeden Fall ein Must-Ban. Ganz offensichtlich. Ich meine, was soll ich jetzt anders sagen? Die alle Teams aus den Worlds bannen den. Ja. Vor allem ist die Itemwahl auch interessant, weil sie immer Fulltank ist. Ne? Also es ist nicht mehr das, was man am Anfang gesehen hat, hier mit Trinity Force haut drauf Morde, sondern es ist wirklich diese Rileys CC-lastige, danach ein Sonias oder ähnliches Variante, die halt wirklich die AP-Variante, ich würde die Fulltank-Variante nennen, aber ja. Die AP-Variante ist halt, ja, die ist ziemlich heftig. Also fast jeder Item-Slot ist daran interessiert, dass du am Gegner dranbleiben kannst, so, damit du deine Coin-Stacks so drauf kriegst. Jo. Und der Schaden da scheint vollkommen auszureichen. Dagegen hat man dann meinen Brand-Support gesehen. Fand ich ganz cool. Die Überlegung dahinter ist dieser 2-Sekunden-Stun, den du auch schon auf Level 2 hast. Du gewinnst das Level 2, wenn du mit einem Brand-Stun landest, relativ oft sogar. Ich habe ein bisschen Support gespammt gehabt. Ist allerdings jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Brand-Support ist sowieso sick. Sowieso ein sicker Pick. Gewinnt fast jede Lane. Aber ist dann fällt er nachher zu hart ab, als man im Competitive groß pickt. Ja, also du brauchst zumindest für ein Item-Bit, wo du immer noch ein bisschen was machst, brauchst du locker mal ja, 8.000-9.000 Gold oder so. Da kommst du relativ schwer ran. Das ist durchaus schwer, aber trotzdem ein ganz cooler Pick. Was wir noch gesehen haben, war gerade von Cloud9 im ersten Spiel der Weiger-Pick, der sehr, sehr großen Impact in dem Spiel hatte. Brutale Option in dem Moment. Was ist so deine Einschätzung zu Weiger generell? Also ist ja ein Champion, der immer so ein bisschen angepasst wurde, immer ein bisschen stärker geworden ist. Und jetzt halt einfach mit dem Q-Scaling echt Werte erreicht, die pervers sind, wo Frogn in Minute 23 1500 AP hat oder sowas. Jo, da hatte ich gestern noch den Spaß dagegen zu spielen. Gegen Frogns Weiger. Macht schon nicht so super Spaß. Gerade, also zumindest für Solo-Queue ist er ein super guter Pick, weil du da nicht den Druck aufbauen kannst. Bei den Worlds wurde er jetzt auch nicht so oft gepickt, glaube ich, ne? Also nee. Ist mir jetzt nicht so als Must-Pick, Must-Ban. Nee, Invictus Gaming hat gegen Cloud9 den Weiger dann sofort gebannt im nächsten Spiel. Und auch Fnatic hat gegen Cloud9 den Weiger gebannt. Also es scheint so ein Incarnation-Only-Ding zu sein bis jetzt. Wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, ich habe auch nicht alle Spiele gesehen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ihn stattdessen noch mal irgendwo gesehen hätten. Also das scheint gegen Cloud9 ein Bann zu sein. Dann hat Incarnation einfach gezeigt im ersten Game, was er kann, und dann ist gut. Ja, die Sache ist, er wird einfach nicht oft genug gespielt, als dass ich jetzt ein Statement machen könnte. Ja, Weiger ist irgendwie OP oder so.
Ja. Ich glaube einfach, dass der hat seine Stärken auf jeden Fall. Und wenn man ein guter Spieler ist, dann weiß man, den zu nutzen. Aber es ist sehr schwer, da fehlen einfach die Daten zu. Du hast jetzt Ja. ein Game gesehen, zwei Bands gesehen. Basierend darauf, letztendlich eine Entscheidung zu treffen oder ein Urteil zu fällen, ist super, super schwer, finde ich. Ja, ich finde auch, dass die Diskussion über einen Weiger ein Stück weit von den Fakten weggeht. Also das, was ich bei Weiger unfassbar stark finde, was meines Erachtens in der Diskussion gar nicht rauskommt, ist dieser neue in An- und Abführung E. Weil was so total brutal ist, ist, dass du mit allen Dash stecken bleibst. Was zum Beispiel gegen LeBlanc, was man Matchup sagen würde, ist ultra stark für LeBlanc, weil du ihn early unglaublich gut unter Druck setzen kannst. Ab Level 9 oder sowas, wo ein Weiger ein bisschen an Items kommt, komplett changed. Weil du kannst diesen W-Damage interrupten. Was, also zumindest du, wenn du es antizipierst, du kannst zumindest safe gehen. Und was auch die Option, die HQ dagegen gewählt hat in Rengar, war super useless, weil du kommst mit dem Rengar, wenn du das Ausrufezeichen siehst oder antizipierst, dass er kommt, was ja möglich ist, wenn du vor allem mit dem Ward gespottet hast, machst du ein E und der jumpt auf dich und bleibt mit R stecken. Also ist echt brutal. Ja, aber der Change, der jetzt der Weiger überhaupt zurückgeholt hat, der war ja vorher auch schon okayisch, aber was den so wirklich zurückgeholt hat, war dann dieser W-Change, Ja. ne? Der Ja, diese W-Change. 0,25 oder was es sind, Ja. macht es halt echt super easy. Also ich glaube, jeder, der Weiger vorher ein bisschen gespielt hat und nachher ein bisschen gespielt hat, merkt, dass es richtig, richtig heftig ist, weil du den W viel interessanter zum Zone von Weglaufpunkten nutzen kannst. Du kannst einfach, also die Zone-Kontrolle, dieser W hat, ist pervers, weil er eine 1er-Ratio hat, wenn ich mich nicht irre, was übertrieben stark ist, noch richtig oldschool. Also mittlerweile hat kaum AP-Champ auf einen Nicht-Ultimate-Spell irgendwie so eine hohe Ratio. Das heißt, du kannst ihn irgendwo hinschmeißen und früher war es halt so, du hast ihn irgendwo hingeschmissen, das heißt, er konnte nicht nach rechts weglaufen. Du kannst ihn allerdings jetzt wirklich vor die Schnüssel laufen, der kann nicht drunter hergehen, aber weil er zu schnell auf den Boden ankommt. Das heißt, da hat Weiger ein Stück weit seine Möglichkeiten, Die das Sache zu ist, also bekommen. wenn ich was ändern müsste, dann weigern, also ich glaube, das sind einfach ein paar easy, so an den Nummern was verändern. Ganz einfach. Die Ulti irgendwie so skalieren lassen, dass du einen AD-Champ jetzt nicht mehr so einfach one-shotten kannst. Vielleicht ein bisschen mehr auf diese, okay, ich bin jetzt der Counterpick zu Champion XY Mitte, dass diese Enemy-AP-Ratio, die vielleicht ein bisschen erhöhen und dafür den Grundschaden runternehmen oder so. In die Richtung gehend. Und dann vielleicht Stun-Duration tacken runter. Wie viel Stun-Duration sind wir jetzt? Ist das noch der alte 3-Sekunden-Stun? Nee, ne? Nee, nee, aber er skaliert auch mit den Levels. Okay. Das heißt Kenne ich die da. Zahlen gerade nicht genau. Ja, ich Aber da guck einfach mal gerade nach. ein bisschen runtergehen, auf dem B-Spell vielleicht die Ratios ein bisschen nerven. 1,5 bis 2,5 Sekunden sind sie. Und 3 Sekunden lang bleibt er stehen, ja. Würde, glaube ich, jetzt keinem wehtun, wenn er mehr so in Richtung Counterpick geht. Gegen LeBlanc finde ich halt immer noch okay. So, okay, Gegner pickt LeBlanc, dann gehe ich jetzt einen Weiger. Ich habe ein besseres gelernter Champion. Ich kann den, wie du schon angesprochen hast, den B-Damage verringern. Und die LeBlanc muss wahrscheinlich für ein Magic Pen Build gehen, weil sonst meine Ulti zu viel Schaden macht oder so. Das finde ich völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, die Problematik ist einfach, dass du dadurch, dass du Weiger gute Ratios gibt und diese Q-Kombination, kannst du halt, ja, kannst du am Ende alles one-shotten. Also, ich glaube, auch wenn du ein bisschen den Base-Damage runternimmst, spielt es keine Rolle, weil du kannst so unglaublich gut mit den Q stacken, dass du kommst immer auf 600 AP in Minute 17, 18. Das ist Standard. In dem Moment, wo du Rabadons fertig hast, bist du an AP-Werten, wo andere Mages im Late-Game nicht rankommen. Und dafür hast du Skalierungen, die besser sind, als die meisten Champions haben. Da ist wirklich ein bisschen eine Gefahr drin. Aber da wird man sehen. Ich weiß nicht genau, ob man ihn verändern muss, weil dadurch, dass die anderen Teams hier nicht spielen, scheint er entweder schwer zu mastern zu sein, was ich ein bisschen zweifelhaft finde, weil ich finde, der Skill Cap bei Lloyd Champions ist eh immer relativ niedrig und ein Weiger ist jetzt für mich keine Ausnahme. Und du hast natürlich auch, ja, also ist es wahrscheinlich die Das würde Counterplay-Möglichkeiten. für den Competitive Part sprechen, aber für Solo Queue, manchmal werden Nerfs ja auch für Solo Queue ausgesprochen. Und ich denke gerade Weiger, es kann da oder Das wird da stimmt. vielleicht auch in Zukunft nach den Worlds dann ein bisschen mehr gespickt werden und dementsprechend auch geändert werden müssen. Ja, okay, das stimmt. Ja, Solo Queue ist es gerade, zumindest auf der Elo, wo ich gerade sonst bin, so Diamond 1, absoluter Spam. Ich spam ihn selbst auch, wenn er frei ist, nimmst du ihn eigentlich mit. Du kannst die, gerade da durch das TP-Meter auf der Midlane hat sich das verändert, wo wir auch nochmal gerade drauf zu sprechen kommen könnten. Findest du, also unabhängig davon, um mir jetzt nochmal zu erklären, warum man TP-Mitte spielt, ich glaube, das haben schon 1.000 Millionen Leute vor uns getan, findest du, dass man TP entfernen sollte als Summoner Spell oder ändern sollte als Summoner Spell, weil das einfach das Spiel uninteressanter macht? So, ich habe jetzt beide Sachen kennengelernt. Ja, ich habe jetzt in Solo Queue diese Solo Queue TP-Geschichte kennengelernt, wo du dann deine Botlane gewinnst und dann hast du plötzlich fünf Leute unten und du sagst dir, ja gut, dann war es Gameboy für mich. Ich habe aber auch kennengelernt den Competitive Part.
den ich sehr, sehr interessant finde, ehrlich gesagt. Weil nämlich dieser Double TP dir Schutz gibt in einer gewisser Art und Weise für Botlane. Und für viel Action sorgt. Du hast viele taktische Möglichkeiten und du hast sehr viel Action. Oder mehr Action durch diese Double TP-Geschichte. Der Gegner muss nämlich dann genau vorausplanen, okay, mein Toplaner hat jetzt seinen TP für meinen Turret verwendet, jetzt mache ich unten mal lieber keine Plays, weil der Enemy Toplaner einen TP-Vorteil hat. Und das gleiche muss ich halt, das ist halt der Standard mir gewesen, jetzt seit ein paar Monaten. Jetzt muss ich den ganzen Spaß auch noch für die Mitte machen. Ich muss also viel mehr planen, kann ich hier überhaupt ein Play machen oder nicht? Und dann müsste ich noch ausrechnen, okay, wer ist überhaupt stärker? Welche Konditionen brauchen wir, damit unser Team gewinnt? In einem 5v5 auf Botlane tatsächlich. Hört sich erstmal dumm an, aber ich finde es eigentlich erst ziemlich schön. Also für Team Rank finde ich super cool. Double TP. Für Solo Queue ist es einfach nur dumm. Weil da fehlt die Kommunikation, da gehen so viele Sachen verloren, so die diese TP-Plays schön machen, dass das nicht mehr so cool ist. An sich finde ich TP, Double TP eine schöne Sache, aber nur, wie gesagt, im Team Rank. Ja, ich finde auch das, was in Solo-Queue ja generell überhaupt nicht geht, ist, wenn du einen globalen Präsenzvorteil hast über so eine TP, kannst du es nicht absprechen, einfach wenn du nicht in Teamspeak bist. Was allerdings in der Solo-Queue auch noch ist, ist, dass du früher hattest du in Competitive, hast du Victor gegen Azir gespielt und die Lane war immer equal. Da ist keiner gestorben. Im Solo-Queue sterben da Menschen. Auch in anderen Matchups, LeBlanc gegen Azir, stirbt im Competitive auch kaum einer. Sind die ganze Zeit mega low, aber sterben nicht. Aber in Solo-Queue sterben da Menschen. Einfach weil du mehr forst. Der TP sorgt dafür, dass in Solo-Queue da keine Kills mehr fallen, weil du das Ganze einfach ultra safe spielst. Die Leute starten Flast, 4 Halbpötte und TP. Ey, du hast doch nicht sowas Langweiliges auf deinem Leben erlebt. Es passiert überhaupt nichts auf der Midlane zurzeit. Es ist so schwer, da wirklich was zu forcen, weil du Jungle-Präsenz brauchst und der Jungle sich halt auch denkt, jo, wenn ich den ganke, geht der Base. Ist ein bisschen blöd. Also da sehe ich auch, du hast es eben angesprochen, man geht ja nicht immer auch nur nach, okay, was wird im Competitive gespielt, was müssen wir ändern, sondern vielleicht auch in Solo-Queue. Und da sehe ich auch den TP eher grenzwertig. Ich glaube, dieses Botlane-5-Mann-Gedöns könnte man dadurch schwächen, dass man sagt, TP geht nur zu Turrets. Dadurch hättest du weniger Infight-Situationen, wo ein Topländer dazu kommt. Das würde ich aber überhaupt nicht mögen. Klar, für die Botlane-Geschichte in der Laning-Phase cool. Aber ich finde zum Beispiel dieses die Engage-Möglichkeiten. Ja. Du setzt einen Deepbot im Enemy-Jungle. Hecarim als bestes Beispiel, Hecarim holt sich Homeguards, TP'd auf das Ward und du hast von hinten einen Free Flank auf die Gegner. Und warum? Ja. Weil die Gegner einen Fehler im Vision-System gemacht haben. Finde ich super in Ordnung, sollte gepunished werden. Was angesprochen, das habe ich gestern gelesen von einem Rioter, die wollen einfach den Cooldown hochsetzen. Die haben den Cooldown runtergesetzt jetzt, die haben den Cooldown mal runtergesetzt, glaube ich, ne? Ja, also wenn du zu Truths gehst, ist 60 Sekunden weniger bis bei 240 oder sowas. Ja, die haben auch den gesamten TP-Cooler. Echt? War der nicht immer 300? Ist aber super, super lange schon her jetzt. Ja, das kann sein. Einfach den Cooler erhöhen. So, nicht nur zu Turret, sondern vielleicht generell einfach den Cooler ein bisschen erhöhen, da die Gegner, die keinen TP spielen, einen längeren Vorteil haben für ihre Laning-Phase. Da du, wenn du Ignite nimmst oder Exhaust oder was auch immer du auf deine Laning-Phase nehmen willst, dass du dann darauf auch einen Vorteil aufbauen kannst, innerhalb dieser 6-7 Minuten. Ja. Ja, ich sehe es nämlich auch. Also, wenn man es zum Beispiel nur zu Turrets erlauben würde, hat das gar keinen Impact auf die Situation, die ich eben geschildert habe. Ne? Also, Midlane wäre es immer noch genauso. Den Cooldown scheint mir ein ziemlich guter Weg, weil du auf der Midlane hättest du dann auch Optionen, dass du selbst mit der Flask beginnst, zum Beispiel, den Gegner outsustainst, er geht Base und du stehst dann auch immer noch auf der Lane, kannst weiterspielen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die Sache ist, wenn ich da nur kurz einwerfen darf, da muss man aber auch die Globals von Twisted Fate und Shen zum Beispiel, die werden dann indirekt gebufft. Und Shen ist jetzt, Twisted Fate zum Beispiel, ist jetzt schon ein super dominanter Pick. Auf den Worlds gespielt worden? Weiß ich gar nicht genau. TSM im Mordekaiser Game zum Beispiel. Okay. Ich habe ansonsten, glaube ich, kein Twisted Fate Game im Kopf jetzt. Wird aber gegen AGD zum Beispiel auch jedes Game gebannt. Also, Twisted Fate ist übel, übel dominant in Solo Queue zum Beispiel. Dann sollte man da in die Richtung aber tun, vielleicht ein Global auch irgendwie was tweaken oder so. Weil du wenn du TP nerfst, buffst du indirekt auch die anderen Globals. Okay, das stimmt natürlich, ja. Okay, es wird nicht gegen AGD immer gebannt. Ich weiß gar nicht, wogegen. Ach, gegen Edward Gaming. Das macht doch mehr Sinn, das gegen Pawn zu bannen. Ja, da haben wir bis jetzt, ich glaube, jedes Game. Nee,
SKT hat ihn nicht gebannt, aber da haben sie ja nicht gepickt. Aber die wissen wahrscheinlich auch, was sie tun. Okay, ja, Offseason wird interessant zu sein, wo sie ansetzen. Sie haben Summoner Spells zu ändern, ist immer so eine sehr, sehr kritische Sache, weil immer sehr viel damit zusammenliegt, hast du ja gerade schon gesagt. Gerade wenn man TP läuft, bufft man den Rest. Das liegt auch bei den anderen Summoner Spells ein bisschen in derselben Grube. Schauen wir mal, was da kommt. Egal, jetzt kommen wir zu den Worlds nochmal, wo wir auch vorher eben diese Patch hatten, die sehr viel verändert haben. Wie kannst du dir erklären, dass Teams wie AGD oder von mir aus HQ, die vorher zumindest als Turnier mit Favoriten oder vielleicht auch Favoriten oder von mir aus auch Fnatic, die ja auch am Straucheln sind, warum sind die so viel schlechter als eingeschätzt? Warum steht ein AGD 0-3 da und ein HQ 1-2 und warum gewinnt Fnatic nicht klar die Gruppe? Was ist da los? Puh. Gute Frage. Also ich habe mir vorgestellt, dass LGD vielleicht ein bisschen sich zu sicher gefühlt hat. Kann ich mir vorstellen. Mit anderen Erwartungen an die Gruppe rangehen, die Gegner unterschätzt haben und dann einfach überrascht wurden. Und ich weiß nicht, das Problem bei den Spielern ist, man kennt sie ja nicht persönlich. Man weiß ja nicht, inwiefern die was für eine charakterliche Veranlagung haben. Wie reagieren die auf Niederlagen und so. Ja. Nimmt ihr das jetzt super hart mit? Anscheinend tust du das ja. Ich meine, LGD ist 0-3. Ja. Ja. Darf nicht so passieren, ne? Schätze ich. Bei Fnatic muss ich sagen, dass die, ich fand die Koreaner, irgendwie diese, die East-Spieler, um jetzt, ich will jetzt hier keinen East-West-Konflikt, ne? Da wären wir alle nicht. Aber diese ganzen Koreaner und Chinesen, wie sie alle heißen, die meisten zumindest von denen, die underperformen. Auch bei Fnatic komischerweise so. Also ich finde, Huni und Rainover fand ich ziemlich mies in den Spielen. Ich fand den Rest von Fnatic, der hat jetzt nicht so underperformed wie die beiden. Die waren ziemlich useless in den meisten Spielen. Und auch was, man hat ja nach dem ersten Game, auch nach dem ersten gegen LGD, dachte man ja, oh, Fnatic hier, das ist eine Hausnummer. Dass wir gut im Mesh rumspielen und so, war ja eigentlich auch bekannt. Und dann in den nächsten beiden Games waren es dann, ehrlich gesagt, so absolute Katastrophen-Nashs. Wo man dann ich glaube, in beiden Games wurde Nash was abgegeben. Ja, zumindest im ersten bin ich mir auch sicher. Ah, auch gegen Cloud9 hatte diese Superbad-Situation, wo sie oben vor Nash sind und Mitte den Mitrid quasi offengelegt haben. Ah, nee, ich glaube, es war auch noch ein Spiel davor, aber ja, auf jeden Fall. Also da hat man das Gefühl, dass das Shotcoding, was sie so stark gemacht hat, so ein bisschen flöten gegangen ist. Da sind einfach aus Stärken Schwächen geworden und das verpackst du als Team nicht so gut. Das ist halt die Frage. Also bei LGD kann ich mir vorstellen, die sind zwar so gut wie raus, mit 0-3, aber die können noch zurückkommen, glaube ich. Ist das rein rechnerisch überhaupt? Ja, ne? Ja, rechnerisch, ja. Also zumindest ein Tiebreaker und dann kannst du ja darüber kommen. Ist durchaus möglich. Weil jetzt haben sie alles gesehen, jetzt können sie sich eventuell, jetzt haben sie auch noch ein bisschen Pause, kann ganz verarbeiten, was passiert ist. Das geht natürlich allen anderen Teams auch so, aber gerade ja die East-Teams werden dafür gefeiert, dass sie sich anpassen können. Dass sie anpassungsfähig sind und so. Und ja. Dann können die wahrscheinlich, vielleicht können die noch zurückkommen. Wenn Fnatic sich wieder auf ihre Stärken besinnt und so, geht's auch. Okay, wie siehst du das Gegenstück Origin und Cloud9, beide 3-0? Sind das jetzt auf einmal Favoriten geworden? Auf den Titel insgesamt? Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist eine kleine Ausnahme, dass die diese gute Titel bekommen. Ich sehe Origin übrigens einen Tacken stärker als Cloud9. Einfach nur so von der, wenn ich die Spiele gesehen habe, die Spiele von Cloud9 waren sehr, sehr, meistens waren knapp. So. Die hätten auch andersrum ausgehen können. Und Origin war da ein bisschen konstanter. Ja, sicherlich. Vor allem auch das erste Game von Cloud9 war für mich einfach nur absolut fake-picked von HQ. So kein Wave-Clear, kein guten Engage, also außer ein Rengar und Fizz. So ist jetzt nicht so der Traum auf den Engage und das kombiniert mit einem Darius. Und denkst so, okay, wo geht der jetzt woran und wie? Genau. Und ja. Also da fand ich es auch von Cloud9 einen Ticken schwacher. Danach das gegen Invictus Gaming war halt eins dieser angesprochenen knappen Matches. Wird man sehen. Aber glaubst du, dass, ja, wahrscheinlich werden beide aus der Gruppenphase kommen, ne? Da natürlich gibt es dann auch Möglichkeiten, wie das nicht passiert, aber es würde mich auch ein Stück weit überraschen. Aber ich glaube auch nicht, dass die groß rausgehen. So, die einzigen Favoritenteams, die bis jetzt sich keine Blöße gegeben haben, sind irgendwie Edward Gaming und SKT, wobei SKT wiederum Edward Gaming, glaube ich, gestompt hat. Ich habe das Spiel
mir noch aufgehoben quasi. Ja, und da ist dann halt auch die Frage, das ist eine schwache Gruppe, ne? H2K ist kein Top-Team. Ich denke, dass Fnatic und auch Origin H2K in wahrscheinlich 8 aus 9 Spielen machen oder so. Ist dann die Frage, ob man da so viel für einen Titel rausziehen kann. Wie siehst du es, wenn du jetzt nach den ersten ja, paar Tagen Gruppenphase einen Favoriten festmachen müsstest auf den Titel? Wer hat sich da für dich verabschiedet? Wer ist da für dich vorne dabei? SKT, logischerweise. Also ich glaube nicht, der die Antwort dann mal jemand anders antworten kann. Alle anderen Gruppen haben zu viele Absetzer, da sind zu viele ungeplante, wie soll ich das sagen, Ungereimtheiten. Gereimtheiten, um dann einen Favoriten zu nennen. Wird Okay. SKT sein. Ja, wunderbar. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche, da wenn die Gruppenphase vorbei ist, ja nochmal sprechen und dann sehen, was hier rausgeht, ob irgendwie AGD wirklich es noch schafft, nochmal zu turnen. Und vor allem, was ich auch interessant wäre, ob Fnatic durch die Gruppe kommt. So was brutal ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wenn man ehrlich ist, hat man da mehr erwartet. Aber HQ und Victus Gaming und Fnatic haben sich jetzt irgendwie alle so kreuz und quer und links und rechts geschlagen, dass es am Ende für alle irgendwie knapp wird und Cloud9 steht oben mit 3-0 und denkt sich so, ja. Geiler Scheiß. Okay, aber so viel dazu, so viel zu unserer ersten Folge. Ihr könnt sehr, sehr gerne, ich habe einen Facebook-Kommentar verlinkt, schreibt uns gerne, über was wir nächste Woche reden sollen. Ansonsten werden wir uns natürlich wieder unsere eigenen Themen nehmen, aber da habt ihr quasi Anschlussmöglichkeiten. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bis zur nächsten Woche und danke nochmal, Bröcki. Gerne. Tschüssi.